Moin meine lieben Supersuchtis, mein Name ist Fluppy. Es war schon lange angekündigt und jetzt ist es endlich soweit. Für alle Zombie-Fans dort draußen kommt ein neues Game auf dem PC. State of Decay ist eigentlich ein Xbox Arcade-Game. Jetzt kommt es auch für Steam. Eine Early Access-Version gibt es ab morgen, dem 20. September, für $20 bei Steam zu kaufen. Aber Vorsicht, hier handelt es sich in gewisser Weise um eine Beta. Die Vollversion des Games für den PC kommt erst Ende des Jahres. Es können hier und da noch Probleme auftauchen, wie Abstürze zum Beispiel. Außerdem werden Keyboard und Maus noch nicht unterstützt. Das Game geht also nur mit einem Controller für Windows. Wer die Early Access Version kauft, bekommt die Vollversion aber kostenlos, sobald sie verfügbar ist. Die Entwickler meinen selbst, dieser Prozess ist nicht für jeden gedacht, deswegen warnen sie über die Folgen vorher. Habt ihr Lust auf ein weiteres Zombie-Game? Mehr News und Gameplays haben wir für euch täglich und beachtet auch unsere GTA 5 How-To-Videos. Wir zeigen euch hilfreiche Tricks, wie ihr Sachen bekommt in GTA 5. Außerdem liked das Video, abonniert uns oben links, das ist die Feedflash-Playlist und diese beiden Videos haben wir auch für euch. We'll be right back.